Hallo, ich bin der Markus. Es ist Ende Juni 2019. Es ist ein wunderschöner Sommerabend und ich habe ein Auto und auf diesem Auto ein Dachzelt. Ja, und in diesem Video soll es gar nicht so sehr um das Zelt gehen. Das machen wir auch nochmal in einem Extra-Video. Es soll um das Auto gehen, nämlich darum, was nehme ich alles mit und wie verstaue ich das in diesem Auto? Was habe ich da eingebaut? Natürlich ist diese Lösung mit Sicherheit in manchen Augen nicht die optimalste. Es ist die ich gewählt habe und vielleicht hilft euch dieses Video ja auch an der einen oder anderen Stelle, euren Einbau zu verbessern oder vielleicht sagt ihr auch, das ist aber ganz großer Scheiß, dann hat das Video ja auch irgendwie geholfen, wenn ihr wisst, was ihr nicht wollt. Auch das kann eine große Hilfe sein. Also legen wir los. Ich werde jetzt die Leiter wegräumen und dann schauen wir mal hinten links ins Auto. So, hier seht ihr schon eine Menge Zeug. Und ich werde auf all dieses Zeug auch noch mal separat in einem Video eingehen. Also, wir haben hier unten zuerst die Heizungskiste. Dann haben wir hier einen kleinen Pavillon, der wunderbar bei mir über das Heck passt. Also, so ein Pavillon hat ja 4 offene Seiten. Ich habe 3 separate Seitenteile, die ich einhängen kann oder nicht. Und eine offene Seite passt quasi genau hier hinten über das Heck. Und der Kofferraumdeckel kann auf sein und man kann hinten kochen oder sitzen und das tun, was man denn so tun will. Hier oben drüber ist das Kanu. Zu diesem Tarnkanu gibt es bereits ein Video. Das ist das Intex Explorer K2. Da zeige ich euch, wie ihr dieses Kanu wieder in diese Tasche bekommt. Das passt da sehr gut hin und ich habe Freude am Kanufahren. Ich habe es noch nicht sehr oft gemacht, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß. So, hier haben wir noch die Thermoisolierung fürs Dachzelt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jetzt im Juli in Norwegen brauche, aber sie wird reinpassen und ich werde sie mitnehmen. So, und dann sehen wir hier die gesamte Elektrik. Ich weiß, das sieht jetzt sehr bunt und kunterbunt aus. Es ist ein CTEK-Laderegler, der quasi das Batteriemanagement sozusagen übernimmt. Ich habe unten eine AGM-Batterie, eine Zweitbatterie eingebaut und dieser CTEK-Laderegler, der sorgt halt dafür, dass die Starterbatterie und diese Batterie verbunden werden und dass die Lichtmaschine die Zweitbatterie auch lädt und die Solarzelle ist daran angeschlossen. Die kann ich euch ja vielleicht mal eben zeigen. Also da seht ihr, hier hinten gehen Kabel hoch und da oben, sie ist glaube ich im Moment furchtbar schmutzig, ist die Solarzelle. So, dieses Kästchen, das war mehr oder weniger so ein bisschen Spleen von mir. Ich bin so ein Beschriftungsfanatiker und bin sehr stolz auf meine Lösung. Das ist alles nicht wirklich nötig, aber ja, macht was her, finde ich. Hier unten seht ihr noch den Batterietrennschalter und hier oben Input, also das, was die Lichtmaschine bzw. die Solarzelle, das Solarmodul einspeisen und die Entnahme, dass man das so ein bisschen im Auge hat, weil man sonst so schwer einschätzen kann, wie voll die Batterie noch ist und wie viel denn die Solarzelle, wenn man länger steht, bringt. Deswegen habe ich mir diese beiden Dinger noch eingebaut. So, hier unten seht ihr noch ganz viel Holz. Das sind einzelne Nut- und Federbretter, die sind übrig geblieben vom Torbau. Wir haben hier einen Bauernhof und Scheunentore habe ich gebaut und die oberen Abschnitte sind das. Die sind eigentlich ganz praktisch, die kann man dann
in verschiedenen Stapelagen unter die Räder legen, wenn man denn mal nicht so gerade steht und aber gerne gerade schlafen will. Dann muss man sich ja irgendwie was zum Unterlegen mitnehmen. Und außerdem steht jetzt diese Kiste da ganz gut drauf. Also das passt so ganz gut. Wie ihr seht, gibt es keinen linken hinteren Sitz. Ich habe eine 1/3-2/3 Rückbank und 2/3 habe ich ausgebaut. Das ist hier bei diesem Citroën sehr simpel gewesen. Es waren, glaube ich, 5 oder 6 Schrauben und eine Steckverbindung. Und den Sitz kann man alleine rausnehmen. Und wenn ich wirklich jetzt quasi das Auto zurück in den Normalzustand bringen wollen würde, dann würde das ungefähr eine 3/4 Stunde dauern. Also alles raus und den Sitz wieder rein. Ich habe das schon mal gemacht für den TÜV, weil ich mir nicht so sicher war, wie die darauf reagieren, wenn da so ein Gedöns drin ist. Und also eine 3/4 Stunde ist eigentlich machbar. Gut, so viel zu links hinten. Wir machen weiter mit dem Blick von hinten in das Auto. Ihr habt ja eben da von links schon gesehen, ach nee, das muss ich hier unten hinlegen, das ist noch nicht so die optimale Lösung. Ich habe hier so ein kleines Tischchen zum Kochen und so und wenn man mal was abstellen will. Es gibt aber auch noch einen großen Tisch, dazu gleich mehr. Also ihr habt eben schon gesehen, dass ich hier diesen Einbau reingebaut habe und da sind halt Euroboxen drin. Es ist also eine kleine mittelhohe. Dahinter, das ist jetzt auch eine kleine mittelhohe, da gehört eigentlich noch eine große mittelhohe rein. Die habe ich aber im Moment mit was anderem in Beschlag. Dann habe ich so eine Kühlbox. Also ich habe mich gegen eine elektrische Kühlbox entschieden, sondern es ist halt so eine Passiv-Kühlbox. Also ich denke, man wird halt häufiger die kühlen Lebensmittel eher frisch kaufen. Und hat aber dann die Möglichkeit, dass sie halt nicht innerhalb von Minuten dahin schmelzen, dass man die dann eben da reinpacken kann. So, dann ist der Blick frei auf meinen Wassertank. Das ist ein, lasst mich lügen, es ist lange her, ich glaube ein 48 Liter Tank. Der liegt in der Reserveradmulde und passt da auch wunderbar hin. Es gibt eine kleine Pumpe und die muss man vorne an diesem Kontrollpanel anschalten und dann hat man hier die Möglichkeit dosiert Wasser zu lassen. Also aus dem Schlauch jetzt zum Spülen, aber auch zum Trinken. Also es ist versetzt mit solchen Tabletten, die dafür sorgen, dass das nicht gammelig wird und ich habe das auch immer getrunken und das ist gar kein Problem. Also spülen, duschen, trinken, alles damit. Wie gesagt, 48 Liter. Dann gibt es eine große, hohe Eurobox, die ist in aller Regel für Lebensmittel. So, und dann, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, steht da vorne unten drunter die Zweitbatterie für die ganzen Elektrosachen, die man so dabei hat und aufladen muss. Laptop, die Kamera, Handy, Tablet. Das ist ja schon krass, wie viel Kram man dabei hat. So, wenn ich das ganz nach vorne schiebe, dann passt hier hinter der Koffer mit dem Gaskocher. Dann sehen wir hier eine Box, die man hochklappen kann. Und hier rein passt auch eine mittelhohe Euro-Kiste. Da ist jetzt eine niedrige drin, weil meine andere mittelhohe im Moment auch irgendwie anders im Beschlag ist. Ich wollte es euch nur mal so demonstrieren. Und wenn man diese Kiste rausnimmt, nee, dann hat man hier unten neben dem Wassertank noch so ein bisschen Platz für Dinge, die nicht ganz so oft gebraucht werden. Das ist die Rumpelkammer, der Keller sozusagen. Und die Box, die hier normalerweise dann drin steht und reinkommt, das ist so meine Technikbox, wo die ganzen Ladegeräte drin sind und so ein bisschen Befestigungsmaterial, Karabinerhaken, Seile,
so Kram halt, was man dann vielleicht irgendwie mal braucht. Eine Axt ist drin. Der Klappspaten steckt hier an der Seite. Da habe ich sogar zwei. Einen von Fiskars, der auch echt super gut und stabil ist. Werde ich euch dann in einem extra Video nochmal zeigen. Und das hier ist ganz cool, weil da mehr oder weniger eine Kreuzhacke mit dabei ist. Da gehen wir dann nochmal separat drauf ein, sonst wird dieses Video einfach viel zu lang. Weil ja jetzt noch der Umbau folgt. Ich habe nämlich die Möglichkeit, in diesem Auto auch zu schlafen. Ihr habt vielleicht vorhin so einen blauen Beutel hier unten drunter gesehen. Das ist eine recht bequeme Luftmatratze. Ich war selbst sehr erstaunt, die mit wenig Lungenzügen aufgeblasen werden kann. Ist echt cool. Und sollte es mal, was weiß ich, starkes Gewitter sein oder so windig, dass ich Angst habe, das Dachzelt aufzumachen, dann habe ich die Möglichkeit, hier eine Liegefläche einzubauen. Und das werde ich jetzt tun. Also, um diese Liegefläche einzubauen, muss ich diese, wie nennt man das, Armablage abbauen. Dann kann ich den vorderen Sitz umlegen nach vorne. Das ist bei diesem Auto sehr, sehr cool, weil er flach liegen kann. So. Und dann wird dieses sehr stabile, aber auch sehr schwere Brett hier hingelegt. Und damit ist eine lange Liegefläche entstanden, die so lang ist, dass ich zumindest da drauf liegen kann. Dieses Brett, was ihr da jetzt seht, was ich da hingelegt habe, hat aber auch noch eine zweite Funktion. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Ich kann dieses Brett hier wegnehmen und dieses Brett hier hin machen und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle das jetzt auf die Kante auf und habe einen kleinen Tisch. Oder ich habe mir hier eine höhenverstellbare Stütze gebaut. Oder ich klappe das so auf. Und habe einen langen Tisch. Und das ist sehr, sehr cool. Also 2 in 1 sozusagen. Und um die Roomtour noch zu vervollständigen, gibt es hier noch mein Schuhregal sozusagen. Also ich hatte mir ja hier so eine Konstruktion gebaut, damit diese Platte schön gerade liegt. Die ist auseinandernehmbar. Das ist so mit Schwalbenschwanzfräsung, könnt ihr da sehen. Ich hoffe, es blendet nicht. Das heißt, ich hätte auch die Möglichkeit, diesen dritten Sitz wieder ganz normal zu regenerieren und auch also 2 Leute mitzunehmen. Theoretisch. Denn praktisch läuft es darauf hinaus, dass auf dieser Platte der Kamerarucksack liegt und der Rucksack mit den Klamotten. Denn wie ihr vielleicht festgestellt habt, da sind ja noch gar keine Sachen. Der hat ja gar nichts zum Anziehen dabei. Ja, also das steht tatsächlich hier hinter dem
Vordersitz. Oh, ich sehe gerade, das ist ja sehr, sehr dreckig. Ich denke, dann sind wir durch. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich weiß, den Satz habt ihr schon mal in anderen Videos gehört. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Wenn ihr im Juli in Norwegen seid, dann schreibt mir auch gerne. Wenn ihr denkt, ach, das ist doch so ein ganz netter Kerl, vielleicht können wir uns ja dann tatsächlich mal treffen. Ich danke fürs Zusehen. Bis bald.